Hallo, etwa 55 nordwestlich von Remsgate. Ja, genau. Okay. Mit Nordkurs. Boah, Balthasar, guck mal, auf der 3 Uhr, was ist denn da? 1 Uhr. Du, ich weiß nicht, wo die ganzen Hurries abgeblieben sind. Oh ja, ich sehe. Achtung, ich kurz Röhmfunk. Wir haben 2x3 Rotten plus einen höher fliegen, kurz vor, also nördlich Calais, ca. 20 Kilometer. Ist einfliegen definitiv. Noch weiter, das müssen sie sein. Kommt alle Richtung Calais. Hallo 55 bis 60. 2x3 Rotten dahinter sehe ich noch mehr. 4 bis 5 Maschinen einzeln. Richtung Calais, nördlich Calais, ca. 10 Kilometer jetzt nur noch. Der Bahn, um sicher zu gehen, sag mal, wie viele Maschinen du insgesamt etwa siehst? Blenheims. Einfliegende Blenheims. Mindestens 6 Blenheims sehe ich und dahinter ist nochmal versetzt ein Schwarm. Das sieht nach Marquis sogar aus vom Kurs her. Wir sind noch zu. Wir steigen. Ja. Also nochmal, Planquadrat der Blenheims. Aktuell Bravo Bravo 2-2. Bravo Bravo 2-2. Commodore, oder? Vielleicht auch Bravo Alpha 2-2. Sind in ca. einer 60. Minute nasse Füße. Trockene Füße, meine ich. Gib mir nochmal ein Sektor. Bravo Alpha 2-2. Hallo 5-5. Kondens kommt runter. Bravo Alpha 2-2. Feind, Jagdschutz auf Kondens steigt uns, greift uns an. Wir können nicht die Bombe angreifen im Moment. Wir halten Fühlung. Wie hoch waren die Plenny? Plenny ist auf 5-5. Jagdschutz darüber. Warte, das stürzt, drück an. Rotter gut gemacht, wieder hochziehen, Balthasar. Jetzt muss ich. Nördlich einfliegend. Wie du sagst, nochmal kurz, sollen wir alle jetzt frei. Uns hinverlegern? Oder? Das ja, alle Mann hierher, das ist der Hauptverband, wirklich jetzt. Ja, ich glaube, die gehen mich gleich an, ich unterfliege die gerade auf Gegenkurs. Zwischen Calais und Marquis. Die werden bei Coquel nasse, trockene Füße bekommen. So Coquel, Visant, sowas dazwischen. Und welche Höhe sind die Bomber? 5-5, Blenheim ist 5-5. Kurz vor Visant. Viktor, Portekenz hat Kontakt. Wir versuchen jetzt mal ranzugehen, solange der Jagdschutz hier nichts macht. Aber wir sind leider ganz leicht unterhalb den Plennies. Sollen wir reinstürzen? Wir kommen unter zwei der Bomber. Ja, dann greift an. Dann geht jetzt direkt mit rein. Dann können wir Verwirrung stiften. Auf geht's, dann greifen wir hinten an. Warte, das heißt, ich sehe dich hinter mir, wir sind noch frei, wir greifen jetzt an. Pauke, Pauke. Von tief unten versuchen wir es. Ja, Viktor. Bomber sind. Wir gehen rein. Bomber drehen jetzt irgendwie. Wo sind die Bomber? Libano, Korrektur? Gibt da einen Haufen Speed. Nee, die wackeln nur. Die sind kurz vor Marquis. Zwei Verbände. Libano, die Jagd folgt uns. Weiter. Kap Grené kommt rein. Einer westlich rein. Es handelt sich um zwei Verbände. Lebano nimmt den Führungsbomber. Wo bist du, Oxid? Sag nur was. Oxid, keine Meldung, bitte abgeben. Ein Verband 5 plus noch nördlich Ost-Kap Grené einfliegend und ein Verband West-Kap Grené nördlich gemacht. Einfliegen. Beide Hallo 50 bis 60. Und gib mal deinen Verband mit Sektor. Der Verband hat ungefähr BA22. Wir waren uns, gehst du runter, Annalisa? Negativ. Lebano ist an dem westlichen Verband. Wir gehen jetzt Richtung Westverband. Ruhe, konzentriert euch bitte. Ihr habt euch eine Option an mich geben, ich texte das dann für die anderen. Okay. Ich bin noch zu weit weg, ich bin jetzt für Jungen. Achtung, Feindverband, Feind im Verband. Also in den Bombern. Der Begleitschutz ist da. Bigger, wir gehen haben 6 auf 4 Uhr. Bomber jetzt über Marquis West. 5-5. Es kommen aber nicht alle durch. Wir haben schon Levano, gut gewütet. Ich hab Sicht, Levano. Die Rotten, die es jetzt nicht mehr direkt schaffen, positioniert euch gut. Wichtig ist davon, dass jetzt dann keiner mehr zurückkommt. Oxid, folgen bitte. Sind jetzt direkt drüber 5 Blennies. Ja. Mit 2 Jagdschutz plus. Fragen ein. Scheiße. Eine Blenny auf Deck, oder? Vor unserer 12 Uhr.
Los, Leute, gib's den, gib's den. Wir gehen sie head on an. Ich hab 6 Kontakte oder mehr. Contrails über und Flak über französischen Klippen. Die kommen jetzt rein, südlich von Frenchpoint nochmal. 2 Stück, relativ tief, fallen. Lipano wurde vom Bordschutz getötet. Nein! Wie fliegen die denn ab? Können wir schon mal sehen?